Kaiserallee in Friedrich-Ebert-Straße umbenannt werden kann. Dein ESP. PS, wie ich höre, habt ihr am Donnerstag einen Empfang bei der Stadt. Da könnten wir das ja mal am kalten Buffet besprechen. Ich habe Aufsichtsrat der Federkern AG hierorts. Sehr geehrter Herr Dr. Schmidt-Piepe, hiermit bestätige ich mir noch einmal das Ergebnis meines Arbeitsessens von gestern Abend. Anwesend war ich je in meinen Eigenschaften als erster Vorsitzender des Bürgervereins, als erster Vorsitzender des Kegelvereins, als Stadtrat, als Landtagsabgeordneter und Mitglied des Landtagsausschusses für Ordnung, Sauberkeit und Regel, als Vorstandsmitglied der Freichristlich-Sozialen Partei Deutschlands, als Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Genuss und Verkehr sowie als Aufsichtsratsmitglied der Federkern AG. Das Essen verlief in aufgeschlossen freundschaftlicher Atmosphäre. Die Spesen für alle sieben Anwesenden übernahm ich je zur Hälfte in meinen Eigenschaften als Federkernaufsichts- respektive Stadtrat. In meiner Eigenschaft als Bürgervereinsvorsitzender hatte ich zunächst noch einige Bedenken, ließ mich dann jedoch von mir in allen meinen anderen Eigenschaften schnell überzeugen, dass für eine Weltstadt wie die unsere ein Eros-Center unerlässlich ist. Damit scheinen die Widerstände bei mir allen beseitigt. Ich denke, damit ist mir allen geholfen. Mit vorzüglicher Hochachtung, mein Emil Schmidt-Piepe. PS, ich danke mir noch einmal besonders für die Übersendung der Gutscheine zur Einweihung des Eros Centers. Ich werde mich in allen meinen Eigenschaften genauestens davon überzeugen, dass alles seine Ordnung hat. Zeit Baden-Baden-Kurhotel. Liebe Mausi, du fehlst mir sehr. Ich schreibe dir nur kurz, weil ich zurzeit bis über beide Ohren in der Arbeit stecke. Leider nicht immer erfolgreich. Den Puff in der Klosterstraße konnte ich nicht verhindern. Trotz der Unterstützung durch die Gewerkschaft und den Landtagsabgeordneten Schmidt-Piepe. Die Brüder fallen ja immer alle um, wenn es ernst wird. Was hilft's, da müssen die Kinder halt einen Umweg zur Schule machen. Im Stadtrat hatte ich dagegen großen Erfolg in Sachen Erhöhung des Steueraufkommens. Und bei der Federkern AG sieht es erfreulicherweise so aus, als ob ich nun doch noch Vorsitzer werden würde. Du weißt ja, was das für uns bedeutet. Ich meine auch finanziell. Etwas Betrübliches noch. Ich werde in Zukunft noch weniger Zeit für uns haben als bisher. Man hat mir einen Posten beim Programmbeirat des Fernsehens angeboten. Erst wollte ich ja nicht recht ran, aber nachdem ich neulich die Sendung eines verbohrten linken Redakteurs über sogenannte Ämterhäufung gesehen habe, meine ich, da muss man mal richtig durchgreifen, damit sich eine so dumme Hetze nicht wiederholt. Arme Mausi, aber in meiner Eigenschaft als Staatsbürger muss ich da eben meine Pflicht tun. Küsschen, dein Emil. In seiner Eigenschaft als Ehemann. 1945 wollten viele unserer Väter ernsthaft und gutgläubig ernst machen mit der Demokratie. Sie hatten nur mit einem nicht gerechnet, mit Herrn Flick. Herrn Flick, den sie nicht gewählt haben, den sie nicht abwählen können, der sich keiner Wahl stellt und der dennoch mehr Macht ausübt als die Bundesregierung. Trotzdem sei den Gutgläubigen unter diesen der nachfolgende langsame Walzer von der Entwicklung der Freiheit im Kapitalismus gewidmet. Eine schöne neue Welt, so haben sie's geschworen, wird nach der Pestzeit hingestellt, es ist noch nichts verloren. Denn wer noch einmal eine Waffe anrührt, dem soll die Hand verdorren. Franz Strauß damals. So haben sie sich aufgerafft, den Freiheitsbaum zu pflanzen. Der alte Brauch schien abgeschafft, ums goldene Kalb zu tanzen. Denn wir haben erkannt, dass der Kapitalismus dem deutschen Volk nicht das geben konnte, was es brauchte. Ahlener Programm der CDU. Und fragt man nach dem Resultat, so murmeln sie betreten. Kommt Zeit, kommt Rat, habt nur Vertrauen, ihr müsst nur fleißig beten. Ein neues Haus wollen wir euch bauen, da braucht es eure ganze Kraft. Wenn ihr nur alle fleißig schafft, so liefern wir schon die Moneten. Der Freiheitsbaum verdorrte schon in alten Unkrautbeeten. Da düngten sie den tollen Mohn, anstatt ihn auszujäten. Denn 1964 würde das deutsche Volk das Jahr der Geschirrspülautomaten.
Ex-Bundeskanzler Ludwig Erhard in seiner Silvesteransprache 1963. Sie nahmen viel vom süßen Mohn und fingen an zu träumen. Für Wohlstand hielten sie müden Lohn, sahen Wälder von Freiheitsbäumen. Wir müssen mehr Demokratie wagen. Der Autor ist bekannt. Und fragt man nach dem Resultat, so murmeln sie betreten. Kommt Zeit, kommt Rat, habt nur Vertrauen, ihr müsst nur fleißig beten. Wozu ein neues Haus gleich bauen? Wir kleistern auf den alten Putz, wir kleistern auf den alten Schmutz, euch schnell ein paar neue Tapeten. So ließen sie die alte Welt in neuem Glanz erscheinen. Es hat sich wieder eingestellt, die Freiheit, die sie meinen. Dem einen ist die Freiheit viel, Profite einzustecken. Dem anderen bleibt bei diesem Spiel, die Freiheit zu verrecken. Es ist das alte Resultat, sie loben es beflissen. Kommt Zeit, kommt Rat, habt nur Vertrauen. So hat man uns beschissen. Doch gilt's, ein neues Haus zu bauen. Ihr Bürger, müsst ihr wissen, das klappt nur, wenn der alte Putz, die Ausbeutung und der braune Schmutz auf den Müll der Geschichte geschmissen. Hallo? Nun melden Sie sich doch, die Flegel. Ich weiß doch, dass Sie in der Leitung sind. Telefonieren Sie auch so ungern? Ja? Also früher habe ich wirklich gern telefoniert. Aber seitdem die Bundesregierung jetzt endgültig diese Abhörgenehmigung hat, sie, da ist man diesem Mann im Ohr ja hier schutzlos ausgeliefert. Ne? Herr, Sie sollten sich schämen, als gesunder, kräftiger Mann anderen Leuten in den Ohren zu legen. Sehen Sie, ich habe schon eine Vorbeugemaßnahme ergriffen. Ich habe hier einen Knoten reingemacht. Ne? Ah, das nützt nichts. Die Brüder sind ja krumme Touren gewöhnt. Also Hallo! Herr, ich habe Sie was gefragt, Sie Abhörgenomen. Sie Telefonbau- und Normalzeitmuffel. Sie Gehörgangsschnecke, Sie Ohrwurm, Sie Niederwoltspitzel. Dem habe ich es jetzt aber gegeben. Also, das hat praktische Gründe. Vielleicht lässt er sich ja provozieren und antwortet. Es gibt nämlich ein Gesetz, wonach sich jeder Staatsbürger beschweren darf, wenn er abgehört wird. So frei sind wir. Unser Problem ist es bloß, woran merken wir, dass wir abgehört werden. Es knackt ja nicht mehr in unserer Leitung. Der Wehner hat sich beschwert und jetzt ist Stille. Und diese Stille, das macht unser einen verrückt. Herr, hören Sie, Ihre Schweigepflicht als deutscher Beamter geht mir entschieden zu weit, ja? Sehen Sie, es ist so, es gibt also ein Gesetz, wonach sich jeder Staatsbürger beschweren darf, wenn er sich abgehört wähnt. Mit Ä, nicht? Kann er sich beschweren beim Bundesinnenministerium? Schreibt er einen Brief, schreibt er, sehr geehrter Herr Genscher, man kann mal lügen, nicht? Also höflichkeitshalber. Da bin ich Wahlchinese, ja? Sehr geehrter Herr Genscher, obwohl ich nichts Verdächtiges festgestellt habe, knackt es in meiner Leitung andauernd nicht. Ich muss daraus also schließen, dass jemand das Knacken sorgfältig vermeidet und dass ich infolgedessen abgehört werde. Und dann muss der Genscher prüfen. Also, dann prüft er. Das heißt, er prüft nicht selber, der hat einen Ausschuss dafür. Also, wie Name ja schon besagt, heißt ja auch Ausschuss. Also, die prüfen jetzt zunächst, prüfen sie, ob ich abgehört werde, und dann prüfen sie, wenn ich abgehört werde, ob ich zu Recht abgehört werde. Und dann schreibt mir der Genscher. Also, schreibt er nicht etwa, wie ich feststelle, werden Sie nicht abgehört, Herr Staatsbürger? Oder wie ich feststelle, werden Sie abgehört und das mit rechts, Sie linker Lump? Kann er gar nicht, würde er ein Staatsgeheimnis preisgeben. Es ist zwar kein Geheimnis, dass wir abgehört werden, aber es ist ein Geheimnis, wer von uns abgehört wird. Da würde ich jetzt gar nicht so sicher sein, mich auf meinen Fernsehsessel räkeln und sagen, ich werde ja nicht abgehört. Vielleicht haben Sie die Vokabel Demokratie schon mal öffentlich ausgesprochen. Schon. Naja, also Sie können mir noch folgen jetzt, ja? Sie sollen mir folgen, nicht diesem Gesetz, das kommt so leicht nach Griechenland. Der Genscher schreibt also ganz anders. Der schreibt so, der schreibt, sehr geehrter Herr Kittner, der lügt ja auch, ne? Wir haben Ihre Eingabe geprüft. Da wir Ihnen nicht sagen dürfen, ob Sie abgehört werden oder ob Sie nicht abgehört werden, wollen wir Ihnen doch sagen, dass wenn Sie abgehört werden, Sie zu Recht abgehört werden. Wenn Sie nicht abgehört werden, hat sich Ihre Eingabe erübrigt. So einfach ist das, nicht? Also, ich wollte schon vorschlagen, das als Postwurfsendung, so an alle Fernsprechteilnehmer. Damit aber noch nicht genug. Gegen diesen Entscheid, da sind wir noch viel freier, gegen diesen Entscheid gibt es jetzt nämlich das Rechtsmittel der Beschwerde. Wir leben ja schließlich in einem Rechtsmittel.
Mittelstaat. Ne? Können Sie sich beschweren? Schreiben Sie einen Brief, schreiben Sie, sehr geehrter Herr Genscher, ob im Besitz Ihres Allerwertesten vom Sohn zur Vielten, teile ich Ihnen mit, dass ich sowohl gegen Ihren Entscheid nicht abgehört zu werden, als auch gegen Ihren Entscheid zu Recht abgehört zu werden, Beschwerde einlege. Und nun müsst ihr wieder prüfen. Ne? Und prüft. Und prüft. Und das dauert Monate. Und wenn er genug geprüft hat, schreibt er genau das Gleiche wie im ersten Brief mit einem Zusatz. Gegen diesen Entscheid ist das Rechtsmittel.